Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, mir ist mal aufgefallen, wir könnten mal hier ein bisschen was entfernen. Neotech haben wir mittlerweile ganz gut durchgezogen. Den Fluid Cooled Reactor haben wir auch gemacht. Den Liquid Monitor haben wir gemacht. Stirling Furnace. Ich glaube, den hatten wir schon längst gemacht, oder? War das nicht das Ding, was ganz kurz hier mal stand? Habe ich schon weggemacht in Vorbereitung auf diese Folge. Sekunde. Stunde. Das war der Stirling Generator. Gab es auch noch Stirling Furnace? Moment. Stirling? Nicht wirklich. Okay. Also hat sich das auch erledigt. So. Und die automatischen Mobfarmen, naja, wir haben ja schon damit angefangen, aber das können wir quasi wahrscheinlich bis zum Ende des Projekts hängen lassen, bis ich dann irgendwann mal hingekriegt habe, für quasi jedes Objekt was zu machen. Naja, gut, das wird noch ein bisschen dauern. Also, wie ihr gesehen habt, haben wir uns was vorbereitet. Das heißt, wir werden doch nochmal mit, jetzt mit Industrial Croft, naja, mehr oder weniger arbeiten. Das Problem ist, womit wir tatsächlich arbeiten werden, ist Industrial. Und zwar, was wir brauchen, ist ein Industrial Grinder, beziehungsweise noch viel wichtiger, ein Industrial Electrolyzer. Und ja, den brauche ich halt. Also in erster Linie geht es mir eigentlich um den Industrial Electrolyzer. Nur der Industrial Grinder, der kann halt aus ein paar Sachen interessante Sachen rausholen. Also klar, ich meine, für Netherrack jetzt irgendwie Goldnuggets rauskriegen und so, das ist alles ziemlich uninteressant. Auch hier aus Copper Ore irgendwie zwei Copper und dann so ein bisschen Dust rauszukriegen. Allerdings Nickel Dust, das kann eventuell nochmal wichtig werden. Ich glaube allerdings, dass Nickel relativ unwichtig für uns war. Es sei denn, wir brauchen irgendwie Cupronickel nochmal irgendwo, aber also da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir es gar nicht so unbedingt brauchen. Aber wo das Ding echt gut ist, ist. Wo war's? Wo war's? Hier. Wir bekommen einfach, wenn wir das zermahlen, vier Bauxit raus. Dass wir auch nochmal Aluminium rauskriegen, ist mir dabei gar nicht so wichtig. Aber viel wichtiger ist, mit dem Bauxit, also im Endeffekt unserem Aluminium, können wir im Industrial Electrolyzer Titan herstellen. Das hatten wir uns ja schon mal angeguckt, meine ich. Aber der Punkt ist halt einfach, und das ist mir halt vorher nicht klar gewesen, dass das halt so gut geht, dass wir so viel Bauxit halt kriegen mit dem Industrial Grinder, ja? Weil mit allen anderen Methoden bekommen wir halt deutlich weniger. Ja, der Macerator gibt uns zwei, das Ding gibt uns halt vier. Und das ist schon ganz schön heftig. Oh, das braucht aber auch Wasser. Okay. Wir werden auf jeden Fall trotzdem, denke ich mal, darauf gehen. Das heißt, wir brauchen für den Industrial Grinder natürlich den Industrial Grinder. Was haben wir denn dafür da? Nicht allzu viel. Ah. Okay, kann ich das hier herstellen? Block of Diamond, Steel Plate. Ach, wenn es das nur ist. Ach du Schande. Okay, ich hätte da vielleicht nochmal vorher mir das. Haben wir denn Advanced? Nein. Verdammt, ich bin etwas unvorbereitet diesmal gestartet. Hä, wir haben kein Advanced Alloy da? Doch, wir haben genug Advanced Alloy da. Hä, wieso macht er den mir dann noch nicht? Braucht er ein anderes Advanced Alloy? Hä? Anscheinend von Tech Reborn. Dafür brauchen wir ein Advanced Alloy, dafür brauchen wir. Oh. Oh. Können wir da irgendwas Sinnvolles für einsetzen? Refined, Zink, Refined, Nickel, Tin. Wir könnten halt hier Nickel dann tatsächlich gebrauchen, weil wir darüber die Dinger kriegen, nur wir bekommen. Wieso haben wir Nickel da? Na, jetzt ernsthaft, wieso haben wir Nickel da? Wo haben wir Nickel?
Nein, ernsthaft, wieso haben wir Nickel? Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass wir. Hä? Wo bitte haben wir Nickel? Osmium, das? Hä? War ich gerade am falschen Block? Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß, dass wir hier irgendwo mal. Doch, wir haben Nickel da, sogar gar nicht wenig. Nice. Und wo haben wir das hier gelagert? Ach so, vielleicht hier hinten. Weil ich gesagt habe, hey, wir brauchen davon. Ja, hier, wir haben Nickel da. Alles gut. Wir haben genug Nickel da. Zack, zack, zack. Zack. Ach komm. Machen wir mal 6. Wie habe ich jetzt? 33 reicht erstmal. So. Und die machen wir im Kompressor einfach. Okay. So. Ja, da hatte ich ja noch mal. Ne, hier kommen die rein. Oder? Hä? Werden die nicht im Kompressor gemacht? Doch. Ah, ich muss die erst schmelzen, nehme ich mal an. Okay, das kriege ich aber auch noch hin. Wahrscheinlich im normalen Furnace eigentlich von der Funktion her. Also wahrscheinlich hier drüben. So. Ja, Bingo. Okay. So. Dann warte ich mal ganz kurz. So eine Handvoll haben. So, das soll erstmal reichen. So, wo haben wir es? Da. Da rein. Dann gehe ich wieder hoch und hol den Rest von denen. Interessant. Hier ploppen eigentlich schon noch Level raus. Aber die bekommt man halt normalerweise nicht, wenn man die nicht selber rausnimmt. Interessant. Das war mir gar nicht bewusst. Wäre echt die interessante Frage, ob wenn man halt einen Fluid-Output ranlegt, ob der vielleicht Liquid XP rausziehen könnte währenddessen. Müsste man mal eigentlich ausprobieren. Also ich glaube es mal nicht, wäre auch ganz schön krass, aber ich habe es auch noch nie gesehen, aber das war mir gar nicht bewusst, dass die Maschinen das überhaupt können. Gut, jetzt wollte ich erstmal Advanced. Was braucht der? Ja, der braucht total entspannte Sachen. Also der ist ziemlich, ziemlich entspannt. Aber das Ding hier, das scheppert jetzt erstmal. So. Wir brauchten eigentlich erstmal nur einen, ne? Ich mache mal trotzdem zwei, drei. So. Obwohl eigentlich. So, vier Stück kann ich herstellen, mache ich erstmal vier Stück. Was haben wir jetzt? Hä? Ach, den da. So ein Mace Raider. Gut, das lässt sich recht gut einrichten. Dann machen wir den hier. Zack. Zack. Voilà. Vielleicht können wir dann halt auch gucken, ob wir Industrial Electrolyzer. Ah, davon können wir gleich zwei herstellen dann. Okay. Eins. Na klar. Eins, zwei. Wir brauchten vier für jeden von denen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier drauf. So, komm. Auch raus, rüber, los. Wieso geht ihr nicht rein? Ah, weil kein Platz mehr im Inventar dafür ist. Krass. So. Mal gucken, wie viel Extractor kriege ich hin? Genau ein zu wenig. Das ist ja faszinierend. So. Dann noch einen. Was fehlt uns denn da? Das Ding hier. Okay, aber das ist ein. Diese Circuits, die habe ich vorbereitet. Also nicht vorbereitet in dem Sinne, sondern die können wir craften. Ja, machen wir mal 20 Stück. So. Dann können wir das jetzt gleich nochmal probieren. So.
Voilà, okay. Das war jetzt nicht so clever, aber gut, ich schmeiß die anderen sowieso mit rein. So, was brauche ich hierfür? Die Advanced-Varianten davon. Die habe ich anscheinend nicht vorbereitet. Doch, habe ich auch. Okay. Ah, aber, also ich habe welche da, aber ich habe tatsächlich keine vorbereitet. Dann hoffe ich mal, dass ich durchkomme damit. Ah, wir haben keinen Refined. Das habe ich allerdings wiederum vorbereitet. Refined. So, mache ich mal 100 Stück. Anscheinend werden wir davon einige brauchen. Das sollte eigentlich auch nicht so lange dauern. Wie ihr seht, ja, bam, da kommt's. Das ist nämlich über die Neotech-Maschinen geregelt. Und die sind ja super schnell. Super schnell. So, dann haben wir Industrial Electrolyzer und alles. Dann brauchen wir jetzt hier den hier. Da fehlt uns noch ein bisschen was für. Wir brauchen nochmal Advanced Circuits, von denen wir jetzt anscheinend zu wenige haben. Aber da können wir ein paar machen. So. Und dann brauchen wir diese Dinger hier. Gut, Diamond Plates machen wir wie? Am besten Diamantenblock einfach zu schneiden. Das klingt easy. Diamond. Da wir eh keine Blöcke bekommen können, können wir da auch einen Crafting, Befehl für anlegen, denke ich mal. Zack. So. Und dann hätte ich davon gerne einen. Und zwar soll einer von denen. Ne, den hätte ich gerne. Hier. Obwohl, das ist vielleicht übertrieben, dafür extra ein Crafting zu machen, oder? Ja, ich glaube, das lohnt nicht. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Das mache ich jetzt mal rasch von Hand, weil. Ganz ehrlich. Wie oft brauchen wir schon diese Platten? Ich glaube, die werden wir nicht allzu oft brauchen. Wenn ich sie doch noch öfter brauche, kann ich immer noch was anlegen. So. Okay, ich brauche jetzt aber mehr davon. Okay, akzeptiert. So. So viel brauchen wir wieder nicht, aber hey, dann habe ich jetzt ein klein bisschen was an Reserve. Komm, gib, 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 gib. Perfekt. Und dann brauche ich jetzt nochmal 1, 2, 3. So, wenn ich mich nicht irre. Das müsste dann jetzt reichen. Flupp, drei Stück, hervorragend. Ich nehme an, die sind dann irgendwie auch wieder unterschiedlich stark oder so. Hier bräuchte ich Stahl und Tungsten. Und Tungsten muss ich herstellen im. Aus Tungsten-Dust. Tungsten-Ore. Moment. Tungsten. Tungsten-Ingot. Könnte ich einfach hier machen. Hä? Ich dachte, die wären irgendwie voll speziell irgendwie. Ich dachte, sowas hätte ich gelesen. Sekunde. Ach, Tungsten Steel. Ich glaube, das war das Problem. Tungsten Steel. Steel. Da haben wir spezielle wahrscheinlich. Und da wahrscheinlich auch ein Tungsten Steel dabei oder so. Moment, Moment. Steel Ingot? Ne, ne. Ne. Moment, ich gucke mal kurz hier in die Anleitung rein. Und zwar hier. Sollte ein Industrial Grinder sein. To make Tungsten Steel. Doch, to make Tungsten. Tungsten Steel. Genau, das Ding hier. Und dafür brauchen wir einen Vacuum Freezer, der Hot Tungsten Steel, den wir aus dem Blast Furnace kriegen. Der aus Tungsten Ingot und Steel Ingot dann das macht. Ja, cool. Da freue ich mich ja schon drauf. Okay, das wird noch was. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das, was wir gerade brauchen. Und das wäre der Industrial Grinder. Dafür brauchen wir außerdem noch eine Multiblock-Struktur dahinter von 18 Standard-Machine-Casings. 3x3 on top and bottom, 8 reinforced hollow in the water. Und eine Water Source in the middle, okay. Then you should work towards the Industrial Blast Furnace.
genau. Und also ich will, wie gesagt, also mir geht es jetzt im Moment darum, den Grinder zu machen, damit ich dann aus dem Grinder genug Bauxit kriege, dass ich dann wiederum umwandeln kann also von dem ich dann Titanium rausfiltern kann. So. Das, wie gesagt, also habe ich auch noch nicht gebaut. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass das gut wird. Den Industrial Grinder müsste ich jetzt bauen können. Ja. So. Wir haben den Industrial Grinder. Wir haben den Industrial Electrolyzer. Dann brauche ich jetzt, was sagte ich? 18 Standard Machine Casings. Ich glaube, das Rezept habe ich vorbereitet. Standard. Natürlich wollte ich das da umschreiben. Standard. Genau, die hier. 10, 18. Dafür brauchen wir halt Machine Blocks, Refined Iron und die Dinger hier. Zum Glück habe ich davon jetzt sowieso so viele da, dass er nicht mal dafür vorbereiten muss. Ansonsten die Machine Blocks und so, das kann er jetzt alles machen. Ah, das ist ganz cool. So, wir haben 20 Stück. Perfekt. Und das hätte ich gerne hier unten jetzt aufgebaut und hier soll dann auch der Strom dafür rauskommen. Ich will es nicht hier hinbauen, sondern ich würde es gerne da reinbauen. Das heißt, ganz kurz, habe ich jetzt den endlich mal hier reingepackt? Ja, tatsächlich. So. Dann hier. Obwohl eigentlich wird den Boden dann eh austauschen. Okay. Ne, ist tatsächlich noch einer, okay. Na gut. Ups, da hinten wollte ich jetzt nicht rausreißen. So, nee. Cobblestone, ja. So. Und zack. Und dann können wir nämlich den Strom hier, werde ich sogar durchziehen und da hinten anschließen, damit die nicht mehr mit an dieser Leitung mit dran sind, sondern dann nur noch an der Leitung hier, die wir hier hinten dann mit dran haben. Also diese Maschinen hier, die hätte ich dann gerne an diesem Gerät dran. Ich habe das auch schon per, hier unten per Dings verbunden, sag schon, per Redstone-Signal, sodass die Generatoren auch angehen, wenn der hier leer ist. Also eigentlich ganz tutti alles. Wir brauchen deutlich mehr Laboratory Blocks jetzt mal wieder. Ein paar haben wir, glaube ich, noch da. Die kommen hier nicht hin. So. Aber Sekunde. Hier baue ich noch mal raus. Hier. Oh, ich mag dieses Ding, ne? Voll gut. Moment. So. Prima. So, hier kommt dann eine Rückwand rein und so. Also im Endeffekt die Blöcke hier. Genau da sollte der hin. Treffer. Genau dahin. Perfekt. Genau so sollte das. Ich bin da echt beeindruckt, wie das einige andere machen. Wie punktgenau die Sachen treffen. Ich bin da noch ein totaler Amateur drin. Ich hau die Dinger sonst wohin, aber seltenst dahin, wo ich sie gerne hätte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das beeindruckt mich immer mal wieder, wenn ich das bei anderen Leuten in Aufnahmen sehe. Ja, das sind genau die Blöcke, die ich da jetzt hinhaben wollte. Deswegen hatte ich sie gerade da erst weggenommen. Das ist einfach nur Unachtsamkeit, aber so dieses. Ich weiß nicht, wie schnell die dann teilweise auch drücken und so. Aber das beeindruckt mich schon ab und zu. Gut, bei ein paar Sachen ist es vielleicht auch einfach ein spezieller Button auf der Maus. Das geht ja auch, aber
dann halt hinzukriegen, dass man damit gezielt baut in der Geschwindigkeit, ist schon wieder sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn du dir ein Hilfsmittel, ein mechanisches Hilfsmittel nimmst, damit zu bauen. So. Apropos, wartet mal, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Der Industrial. Wie viel EU nimmt der auf? Nur 64. Ha, 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 ha. 128, aber der hier macht sogar nur 64. Das hier macht 512. Ha, ha. Gut, dass ich daran gedacht habe, bevor es mir um die Ohren geflogen ist. Können mir die Sachen um die Ohren fliegen? Sie sind mir ehrlich gesagt zu teuer, um es zu überprüfen. Oder auszuprobieren, sage ich jetzt mal. Gut, ich fange mal mit dem Industrial Grinder an. Der kommt dann hier hin. Incomplete Multiblock. Sehr gut. Dann haben wir Standard. Ich habe die Machine Cases dabei, ne? Oh Mann, ich bin ein Held. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Oh, ich habe aber noch eine Sache vergessen, die ich gleich noch besorgen muss. Da sollte ja irgendwie Wasser in die Mitte. Hä? Was ist jetzt mein Fehler? Moment, Moment. 3x3, 18 Standard Machine Casings. Richtig, 3x3 on top und bottom sind 18. Stimmt. Und 8 in der Mitte. Ich habe mich verlesen. Ich habe einfach nicht hinterfragt, was da stand. Nee, dann soll ich es auch gar nicht abbauen. Ich brauche einfach noch mehr. Aber das kriegen wir organisiert. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 6 mehr prinzipiell. Was aber bedeutet, dass wir 8 mehr machen werden. Was hatte ich gesagt? 6 bräuchte ich. Aber der macht ja eh 4er Stacks, also geht das gar nicht anders. Dann machen wir den Bucket. Ist wieder ein U dabei. Ich habe schon wieder kein Bucket. So. Wo auch immer jetzt schon wieder mein Bucket hin ist, ne? Ich weiß es halt wirklich nicht. Weißt du, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass ich einen verwendet habe? Aber wo ist er hin? So. Das kommt hier rein. Standard. Okay. Das sind nicht alle Standards, ne? 18 Standard Machine Casing und 8 Reinforced. Mann, das sind Reinforced Machine Casing. Reinforced Machine Casing. Machine. Da haben wir's. So, was brauche ich denn dafür? Ein Advanced Machine Block? Na, nice. Und Steel Plates und das hier. Advanced Circuits vor allem. Ja, nice. Steel Plates. Steel. So, da machen wir einfach mal ein paar. Das dauert jetzt leider einen Moment, weil die müssen kurz geschnitten werden. Und ich hoffe, ich habe von den Advanced Machine Casings dann jetzt genug. Verzeihung. Aber davon hatte ich ja gerade ein paar Alloys. Ach, da habe ich ja gerade ein paar. Hier müssen ja noch ein paar Alloys schlummern davon. Nicht hier, sondern hier. Okay. Und das da. Und das nehme ich alles mal mit hoch. So. Das kommt rein. Moment. Zack. Einmal leer gemacht. Alles, was so rein kann. Das. Ich habe noch einen Extractor. Ich habe noch einen Extractor zu viel. Das da kommt da rein. Industrial. Okay.
Jetzt? Ja. Wie viele brauche ich davon? Eins, zwei, acht Stück. Okay. Dann muss ich jetzt nochmal hier runter. Ah, hier. Ich war jetzt gerade irritiert, wo das ist. Ich hatte das doch eben gerade gesehen. So. So. Okay, da müsste ich jetzt. Wieso habe ich 9 Standard Machine Casings in der Hand? Muss irgendwas abgebaut haben. Aus Versehen. Na toll. Weil ich mir dachte, ich spare mir mal Zeit, ne? Deswegen musste ich so hoch. Der zeigt mir klar an, dass da kein Wasser hinkommt. Also, viel klarer kann ich mir gar nicht sagen, dass da kein Wasser hinkommen soll. Ich würde sagen, da kommt Wasser hin. Okay. So, dann kommt das hier hin. Ach, dann ist das hier unten. Okay, also es sind die richtigen Blöcke, aber an den falschen Stellen. Sekunde. Ja, toll, da wollte ich abbauen. Mann! Okay. Das Holo finde ich mega cool, aber es sorgt halt dafür, dass man teilweise echt schlecht sieht, wo man gerade hinzielt, finde ich. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur doof an, ne? Das werdet ihr ja von mir gewöhnt. Alles nicht so problematisch. Wo sind die Blöcke hin, die ich gerade abgebaut habe? Hä? Wieso habe ich jetzt. Hä? Okay, Moment, aber. Ich habe doch gerade Block aufgenommen. Ich habe es doch gehört. Wo sind die? Ich höre, dass ich die Blöcke hier aufnehme. Nein, ich habe den Fehler schon wieder. Das hatte ich schon mal. Und das Einzige, was mich da gerettet hat, war tatsächlich ein komplette Re. Oh nein. Oder habe ich die hier irgendwo und sehe sie nur nicht? Wo sind die Blöcke? Wo sind meine Blöcke hin? Hier. Aber das ist gut ohne Textur. Wenn die liegen, haben die jetzt aus irgendeinem Grund keine Textur. Sag mir mal einer, warum. Okay, ich werde danach mal einen Textur-Restart machen. Vielleicht liegt es da dran. Das würde mich sehr freuen, wenn das das einzige Problem wäre. Okay, so. Und ansonsten, Mann, jetzt, ich baue jetzt halt wirklich Blöcke ab, die ich nicht sehen kann. Die auch nicht da sind. Das, hier, oh. Also das hat mich jetzt aber gerade. Nee, ich hatte das Problem nicht schon mal. Und dachte halt, meine Fresse. Ist denn hier jetzt ein Block da? Ja, da war ein Block. Okay. So, und ich soll jetzt. Okay. Jetzt brauche ich erstmal hier.
Also da war es sogar noch schlimmer, da habe ich die Blöcke halt wirklich nicht mehr gehabt. Oder zumindest habe ich alle Blöcke nicht mehr wiedergekriegt. Ich habe gar keine. Ja, okay. Nee. Ich sehe jetzt auch den Limestone nicht mehr in meinem Inventar. Boah, wir sind über 30 Minuten und ich sehe meine Blöcke nicht mehr. Und es ist ja super. Es läuft ja gerade. So. So, okay. Habe ich hier jetzt noch. Achso, hier die Blöcke ersetze ich ja jetzt durch die hier. So. So. Okay, dann war die Anleitung fast richtig. Interessanterweise betrifft das aber nicht alle Blöcke. Aber als ich das letzte Mal hatte, oder zumindest gedacht habe, dass ich das habe, da habe ich, glaube ich, auch nicht mal mehr das Geräusch gekriegt, dass ich was einsammle und so. Diesmal kann es einfach nur ein Texturfehler sein. Das kann ich dann gleich. Das werde ich gleich nach der Aufnahme überprüfen, weil da kann ich, was war das, F3 und T drücken, dann müssten die Texturen alle neu geladen werden. Dann müsste, sofern das tatsächlich ein Texturproblem ist, das Problem damit dann behoben sein. Ja, okay, es hat funktioniert. Der braucht allerdings auch noch Wasser, ne? War das der? Genau. Das heißt, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Das ist aber relativ entspannt. Und das kann ich auffällig machen oder auffällig unauffällig. Kann der eigentlich überall jetzt Strom kriegen? Auch an den Dingern hier? Oder? Okay, das muss ich sowieso während dann. Außerhalb, also, naja, vielleicht in der nächsten Folge testen. Jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. Und ich muss unbedingt vorbereiten hier sowas, was die Spannung runtersetzt. Weil ich glaube nicht, dass ich hier die Upgrades reinpacken kann. Das bedeutet, dass ich auch nicht. Nee. Das bedeutet nämlich auch, dass ich natürlich nicht die Transformator-Upgrades reinpacken kann und dann fliegt mir hier die Maschine um die Ohren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, und der Electrolyzer, der braucht gar nichts, ne? Genau, der funktioniert einfach. Ach, Mann. Also ganz ehrlich, ja, und ich habe leere Blöcke. Na gut, eine sonnige Verabschiedung von mir, auch Sunny. Wie ihr merkt, ich bin schon wieder sehr verwirrt. Kann man mir hoffentlich in diesem Fall verstehen, weil, wie gesagt, das letzte Mal konnte ich das nur lösen, indem ich ein Backup geladen habe. Aber ich glaube, da sind halt die Blöcke wirklich verschwunden, weil da war das auch mit allen Blöcken, also auch sogar mit Kisten und hast du nicht gesehen? Also da ist halt alles verschwunden. Mal gucken, ganz kurz, wenn ich den jetzt abbaue. Ja, genau, der ist nämlich noch da. Okay, dann ist es diesmal wirklich was anderes noch als das letzte Mal. Aber dann heißt es jetzt trotzdem eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich werde gleich mal die Texturen neu laden oder gucken wir mal, wie wir weitermachen. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Tschö, euer Sunny. Dahin gucken. Da, ja, da genau dahin. Tschüss.